Hallo und herzlich willkommen hier zu City Skylines. Mein Name ist Ed und ich begrüße dich in unserem schönen Städtchen Neuschönbach. Beim letzten Mal haben wir weiter an unserer Kreisecke hier quasi gearbeitet und es fühlt sich doch so langsam. Das freut uns natürlich. Das hier ist natürlich jetzt suboptimal. Hier ist so viel Verkehr gerade drin. Das ist echt übel. Normalerweise müssen wir wirklich noch mehr Fahrten bauen, etc. pp. Aber naja, gut. Also, wir haben hier den riesen Megastau. Vielleicht sollten wir das nochmal in Erwägung ziehen, hier auch nochmal rauszufahren. Dass wir schon vorher das Ganze ein bisschen entschärfen. Machen wir. Gucken, ob das was bringt. Ja, die fahren, nehmen es gleich an. Können wir es ein bisschen umleiten. So meine Hoffnung. Ah, sieht schon toll aus. Schön beleuchtet. Wie mit unseren Obelisken in der Mitte. Ah, schon nicht schlecht. Gut, kümmern wir uns jetzt mal um die Sache mit den Toten. Haben wir da was hier hinten? Cemetery 1. Krematorium. Großes Krematorium. Ich glaube, wir werden erstmal neben einer Straße. Okay, alles klar. Bauen wir erstmal gerade. Und dann geht's da raus. Nicht das Quatsch. Hier wollen wir hin. So, und dann vielleicht noch mal hier so ein Krematorium. Daneben so ein älteres. So ein klassisches. So, dann werden wir noch mal eine Straße lang durchziehen. Gerade. Und gucken wir, ob wir noch mal mehr hier hinbekommen. Vielleicht noch was anderes. Ist das hier? Kathedrale. Oh, hey, fett Gewitter hier, übel. So, ich denke mal, mit dem Friedhof und der Kathedrale hier kommt schon nicht schlecht. Könnte gut sein. Eventuell. wir schauen mal, ob wir noch was Cooles haben. Body Collection. University Hospital, das haben wir ja auch. Dieses eine sehr geniale Hospital. Könnten wir theoretisch auch hier mit ransetzen. Denn ja, das machen wir auch. Wir bauen das hier mit ran. Verkehrte, dich brauche ich. So, wir hatten es gerade. Wo bist du? Wo bist du? Hier. Dann haben wir hier gleich nochmal bisschen was für die. Das hier, das ist Pharmacy. Rehab Clinic. Mal alles durch. Das ist das. Vielleicht noch einen zweiten großen Friedhof hier ranbringen. Dann haben wir aber auch genug Kapazitäten. Hier gleich nochmal eine Klinik. Ne? Passt ja ganz gut. Das werden wir noch weiter ausbauen. Und hier brennt es lichterloh. Was ist denn hier los? Mitten in der Mitte. Wer hat denn hier gezündelt? Geht ja gar nicht. Das ist ja übel. Das ist ja richtig übel. Wer hat hier gezündelt? Wer war das? Keine Kohle. Ich werde wahnsinnig. Ich gebe mal Vollgas. Voll abgebrannt, abgefackelt. Das hier ist echt übel. Das ist hier nicht klarkommen. Vielleicht gleich nochmal eine Verbindung auf die, damit sie nicht den ganzen Kreisverkehr verstopfen.
mit einer Ausfahrt. Vielleicht von hier aus. Direkt darüber. Dann können die das hier gleich umgehen. Dann brauchen sie nicht da die ganze Zeit lang warten. Mal gucken, ob es klappt. Bin gespannt. Ob das irgendwer nutzt. Weil so fahren die alle in den Kreisverkehr und das ist nicht gut. Geht halt nur irgendwie sehr schleppend voran. Hier ist es ruhiger, das ist in Ordnung. Hier gerade keiner rein oder raus. Fehlt es noch an Müll. Dafür ist hier hinten die Hölle los. Ey, was ist denn los mit euch? Alle wollen sich in den Kreisverkehr. Geht ja gar nicht. wir werden das mal ändern müssen. Es hilft nichts. Weil die fahren hier kreuz und wild. Das passt so nicht. Können wir so nicht machen. Guck mal, die fahren hier von beiden Seiten und das geht nicht. Das ist nicht Sinn eines Kreisverkehrs. Da müssen wir gleich nochmal ran. Das werden wir upgraden müssen. Das geht gar nicht. So, zack. Hier hinten ist einer krank. Nee, nicht genügend Kunden. Okay, nicht genügend Kunden. Ja, es fehlt ja auch noch an Parks und so weiter. Aber das hier macht mir echt Sorgen, ne? Dass hier so viele Leute hier ran wollen. Kann ich gar nicht so nachvollziehen. Die wollen dann alle durchfahren. Das ist der Hammer. Ich überlege gerade, ob wir hier eine Abfahrt runtersetzen. Vielleicht nochmal, das machen wir gleich. Ich habe da gerade eine Idee, um das Ganze nochmal ein bisschen zu entschlacken. Aber das hier geht auch nicht, ne? Sowas geht nicht. Wenn, dann nur in eine Richtung, bitte. Damit sich das hier bewegt. So. Gut, die wollen ja da quasi unten drunter durch, ne? So wie ich die Sache sehe, beziehungsweise die wollen ja einmal rum und dann da raus. Zumindest einige. Aber der wird abbiegen. Hier kommen welche durch, das ist gut. Hier wird es genutzt. Aber noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Die kommen hier noch nicht ganz klar. Die Spur hier. Der fährt dann da, der fährt da, der will da rum. Werden wir jetzt nochmal eine Abfahrt bieten. Allerdings schon von hier aus kriege ich das hier hin. Nein, leider nicht. Und dann geht es nämlich abwärts. Direkt hier drunter. Dann geht es hier wieder hoch. Und am allerliebsten wäre es, wenn wir hier direkt rangehen könnten. Können wir aber nicht. Na, eben war es doch. Ah, dass wir uns da verteilen könnten. Shitte, shitte, shitte. Ich brauche mal den Untergrundview, danke. Und dann kommen wir da nicht rein. Das ist doof. Finde ich nicht gut. Das müssten wir mal irgendwie ändern. Vielleicht geht's ja so. Kommt da nicht drauf. Das ist doch ein Shit, sage ich euch.
Müssen wir es nochmal anders legen. Warte. Kriegen wir nicht drauf wegen dem. Machen wir es ganz anders. So, wir gehen jetzt, ups. Hier jetzt und dann versuchen wir wirklich, das ist klar, dass das nicht geht. Das hier und dann hoch. Das ist... vielleicht auch gar nicht so verkehrt, da den Arm nochmal hinzubauen. Vielleicht hilft es ein bisschen, ne? Dass wir die Leute immer auch durchaus schon mal wegkriegen. So, dann kriegen wir die hier vielleicht ein bisschen raus. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das haben wir gebaut. Das ist in Ordnung. Das läuft. Hier hinten. Ja. Wir haben das Aluminium-Dings gebaut. Jetzt müssten wir eigentlich noch das hier bauen, das Metal. Schon ein bisschen größer. Jetzt geht uns wieder die Kohle ein bisschen aus. Ah, das ist in Ordnung. Hier ist Druck. Ich muss mal überlegen, wo wir jetzt unsere Straßenbahn hinbauen. Wir müssen ja auch ein Depötchen bauen. Vielleicht hier hinten, das war, obwohl, dann müsste ich da wieder mit Schiene und so weiter. Hm. Wir gucken mal. Straßenbahn. U-Bahn wäre auch eine geile Sache. Definitiv. City Tram Depot. Kann ich nicht drehen, ne? Das wäre dann so, das nützt uns nichts. Direkt neben die Straßenmeisterei wäre vielleicht ganz geil irgendwo. Nehmen wir das gerade. Jetzt dieses City Tram Depot. Mit einer Straße. Die wir eventuell nur in eine Richtung fahren lassen. So, okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Yes! Sehr schön. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Schiene. Einbahn, Straßenbahngleis? Nein. Straßenbahngleis, genau. Kriegen wir dich jetzt nicht gerade ran, oder was? Du sollst da nicht ans... Ich will dich gerade dran haben, hallo? Ich will dich gerade haben. Da sollst du nicht fahren. Genau, ich will dich parallel. Parallel will er nicht, okay. Mann, oh Mann, ey, mach mich das doch nicht so schwer. Geht nicht. Meine Güte, ist das schwierig. Man will doch bloß da anklemmen. Kann doch nicht so schwer sein. So. Okay, machen wir Folgendes.
Kriegen wir da so nicht rein. So, müssen wir so upgraden. Nicht besonders hübsch, sondern eher zweckmäßig. Gut, fangen wir an. Jetzt geht's los. Also, wir brauchen natürlich Haltestellen. Unter anderem wäre natürlich da auch so ein Hub ganz gut. Haben wir das eventuell bei den Bussen? Busbahnhof. City Bus Depot. Mountain. Falcon Metro Bus Hub. RST. To Metro Platform Station Hub have been made with the security of citizen in mind. Falcon Bus Metro Station. Trambus Hub. Ah! Das ist doch mal was. Trambus Hub. Ziemlich heftig, das Gebäude. Warum kann man das nicht setzen? Ort ist bereits belegt. Kann man das nur drüber setzen? Oder was ist damit? Interchange Station. Keine Ahnung, was damit ist. Neben der Straße platziert sein. Okay, dann platzieren wir mal so eine Straße. Nicht genügend Geld. 30.500, okay. In Ordnung. Wir haben aber gleich. Jetzt müsste es gehen. Ort ist bereits belegt. Kosten. Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Na gut. Dann eben nicht. Dann soll es nicht so sein. Machen wir weg. Dann gibt es halt eine ganz normale Linie halt. Was soll's. Egal. So, wo bist du? Hier, ne? Nein, U-Bahn, Tram. Schmuck. Fangen wir mal an. Eins. Zwei. Hier, ja. Führt ja halt jetzt erstmal nur außen rum und ich höre schon das Geplinkel und Geplänkel. Das freut unsere Leute. Doch schon heftigst. Meine kann ich durchaus verstehen, ne? Na, jetzt machen wir dasselbe auf der anderen Seite. Ah. Schwupp. Und so zieht das die Leute dann natürlich an. Das ist ja klar. Ne? Wer möchte nicht in der Stadt wohnen, wo es keinen Nahverkehr gibt? So, zack, wie sieht's aus? Aber das hier legt sich einfach. Ja, doch, legt sich ein bisschen. Fahren auch ein paar runter, das ist okay. So, die ersten Trams. Das klappt gut. Jetzt sollten wir überlegen, ob wir in der inneren Reihe nicht nochmal eine Buslinie ziehen, obwohl da. Ich guck mir das gerade mal an, ist da viel los? Geht, ne? Wir könnten auf jeden Fall eine U-Bahn durchziehen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, eine U-Bahn. Station, wo bist du? U-Bahn.
Was ist der? Small Inner City Metro. Okay. Dann machen wir doch eine hier. Nicht genügend Geld. Wahnsinn. Kostet 20.000. Das Teil. Obwohl, nee, warte mal, wenn, dann machen wir es ja innenliegend. Den inneren Kreis sozusagen, die hier. Aber 20.000. Ja, schon derbe. Aber was hier nicht kommt, sind irgendwie die ganzen, ja, die Gebäude hier, das ist schade. Aber was willst du machen? Kannst die Leute ja nicht zwingen. Hier ist echt übelst viel los. Echt übel. Aber von hier hinten kommt auch eine ganze Menge. Also hier ist richtig der Teufel los. Vielleicht wäre es nochmal schlau, damit die gleich hier rauf können. Eventuell auf die Spur. Weil die wollen ja da abbiegen, wie ich die Sache sehe. Das ist heftig, also was hier für ein Verkehrsaufkommen ist. Schon übel. So, hier hinten ist noch nichts los, das ist aber auch okay, ist so gewollt. Aber hier würde ich mir halt wünschen, dass jetzt auch mal Bürogebäude kommen, aber bisher... Nee, noch nicht. So, das klappt ja hier mittlerweile gut. Okay, lass mal schauen. Also, das ist okay, das läuft. Da hat sich jetzt aufgelöst. Metropole, yes baby! Flughafen und Frachtflughafen freigeschaltet, sehr schön. Können wir noch ein Gebäude kaufen? Ja, wir können noch welche kaufen. Aber nicht da oben. Ärgerlich. Metropole, Megalopolis. Okay. Wir arbeiten daran. Das läuft. Das ist jetzt in Ordnung. So, was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Ach ja. U-Bahn. War ja das Thema gerade. Small Inner City U-Bahn. Ich mal ganz kurz gucken, welcher Kreis. Das ist der hier. Möchte ich eigentlich in jedem Gebiet mindestens eine haben. Eins, zwei, ich zähle drei. Wo ist der vierte? Einer muss doch noch hier irgendwo sein. Ja, okay. Ist da irgendwie was? So, das geht. Jetzt brauchen wir natürlich diese Röhre. So, zack, einmal rum. Gut, passt auch. Und hier ein kurzes Stück. Damit haben wir da auch die U-Bahn schon mal am Start. Jetzt müssen wir natürlich noch eine Linie legen, ist ja klar. Haltestelle ist ja alles kein Problem. Ja, da noch. Warte. Können wir da nochmal... Ja, geht. In die andere Richtung wollen wir natürlich auch. Finden die Jungs und Boys gut hier?
Na, zack. Nicht ganz rund, aber mein Gott. Aber das beflügelt unsere Bürogegend. Sehr schön. Langsam wird es doch. Ausgezeichnet. So. Kümmern wir uns jetzt noch um die Freizeitaktivitäten. Da fehlt es nämlich auch noch ein bisschen. Was haben wir denn hier? Mausoleum. Ach, das ist freisetzbar. Okay, was ist das? Reef Park. Was haben wir denn hier noch Feines? Okay, echt Apple Store, Fifth Avenue. Das wäre vielleicht auch ganz geil, hier mal reinzusetzen, hier in die Gegend, in den Bürogebäuden. Andererseits, es würde auch gut passen, hier oben bei den Einkaufsgegenden. Gucken wir mal. Ja, das hat durchaus auch was. Mal ganz kurz. Das ist in Ordnung. Was auch in Ordnung ist, ist, dass wir jetzt am Ende dieses Partes sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall so lange fürs Zusehen. Hinterlasst doch ein Däumchen nach oben und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder. Bis dahin bin ich erstmal raus. Und beim nächsten Mal sehen wir zu, dass wir hier noch ein paar Parks etc. pp. Einbauen. Das Ganze natürlich noch ein bisschen hübscher gestalten. Also bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut, ciao, ciao, euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye. Okay.